Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie den Weg in der Kälte auf sich genommen haben, obwohl es ja heute um Mannheim als Residenzstadt geht und mal ausnahmsweise nicht um Heidelberg. Aber jedenfalls nicht nur geografisch, sondern auch historisch waren sich Mannheim und französische Einflüsse immer sehr nahe. Die geschichtliche Entwicklung der Residenzstadt, so scheint es, prädestinierte diese geradezu, kosmopolitisch und offen für Kultureinflüsse aus anderen Ländern zu werden. Mannheim verdankt nämlich wesentliche Phasen seines städtischen Wachstums Einflüssen bzw. Zuwanderung von außen. Die Stadt wurde ursprünglich 1606 von Kurfürst Friedrich IV. Von der Pfalz gegründet, und zwar als militärisches Bollwerk für den Evangelischen Bund am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges, zugleich aber auch als Handels- und Gewerbestadt, da der Kurfürst die günstige Lage der Stadt am Zusammenfluss von Rhein und Neckar erkannte, wie man hier auch sehr schön sehen kann, hier denn so angemacht, der Neckar, der ja in Mannheim in den Rhein mündet. Von Anfang an sollte Mannheim aber auch eine neue Heimat werden für Glaubensflüchtlinge, von denen von Anfang an viele aus Frankreich stammten. Und mit umfassenden Privilegien und Freiheiten ausgestattet, wuchsen dann sowohl die Stadt als auch die Festung im Inneren, nämlich die Zitadelle Friedrichsburg, die ja im Inneren der Stadt sich dann befand, rasch an, wurden jedoch bereits 1622 durch kaiserliche Truppen unter Tilly dann erobert und fast vollständig zerstört. Kurfürst Karl Ludwig begann danach Ende des Dreißigjährigen Krieges mit dem Wiederaufbau, da die Pfalz durch den Krieg aber jedoch stark in Mitleidenschaft gezogen und entvölkert worden war, stellte es sich als schwierig heraus, neue Einwohner aus der Pfalz zu requirieren. Um neue Einwohner zu gewinnen, ließ Karl Ludwig deshalb die neuen erweiterten Stadtprivilegien im Ausland bewerben, und zwar in 4 Sprachen, nämlich auf Deutsch, Französisch, Flämisch und auch Holländisch gedruckt, zogen sie auch vor allem zahlreiche Wallonen und Hugenotten in die neu entstehende Stadt. Von Anfang an, also kann man sagen, spielte das französische Element damit eine große Rolle in der Mannheimer Stadtentwicklung, beziehungsweise man könnte auch sagen, dass viele spätere echte Mannheimer durchaus französische oder zumindest französischsprachige Wurzeln haben. So unzutreffend ist damit vielleicht auch nicht die Einschätzung des Dichters Christian Friedrich Daniel Schubart von 1773, auch wenn er es sehr negativ ausdrückt: In Mannheim sei, Zitat, der deutsche Sinn von französischen Brühen so verschwemmt, dass man die Pfälzer ebenso leicht für eine Kolonie von Franzosen als von deutschen Provinzialen halten konnte. Überall, wo ich hinkam, sprach man die Nasensprache und drückte das Deutsche nur halb und kraftlos aus. Die Toiletten der Herren und Damen glänzten von französischen Bändern und deutsche Bücher wurden meist als gotischer Hausrat weggeschätzt. Positiver charakterisiert der Historiker Ludwig Wilhelm Böhm im 20. Jahrhundert die städtische Entwicklung Mannheims. Es gehöre, wiederum Zitat, zur Eigenart dieser Stadt, immer wieder Kräfte von außerhalb anzuziehen und sie zu fruchtbarem Schaffen festzuhalten. Neben dieser von Anfang an internationalen Zusammensetzung der Stadtbevölkerung zeichnet sich Mannheim durch eine weitere Besonderheit in seiner Entwicklung aus. Die verschiedenen Nationalitäten bzw. Religionen lebten nämlich nicht irgendwie ghettoartig getrennt voneinander in verschiedenen Stadtvierteln oder Quadraten, wie es ja in Mannheim der Fall ist, sondern die Stadt war bunt durchmischt, sodass Franzosen eben neben Pfälzern lebten, die wiederum neben Holländern wohnten und so weiter. Und ein Plan der Hausbesitzer aus dem Jahr 1663 illustriert diese Situation sehr schön. Ist jetzt natürlich leider ein bisschen zu klein, aber wenn Sie reinzoomen würden, würden Sie erkennen, dass hier französische Namen eben neben deutsch klingenden Namen, neben flämischen Namen und so weiter zu finden sind. Also war wirklich bunt gemischt. Allerdings wurde auch dieses neuere Mannheim während des Pfälzischen Erbfolgekrieges 1689 von den Franzosen ein weiteres Mal zerstört. Ich meine, Sie in Heidelberg können auch ein Lied davon singen. Und mit dem Neuaufbau wurde der Stadt wurde dann nach dem Frieden von Reichswijk 1697 begonnen.
Aber erst nachdem Kurfürst Philipp 1720 Mannheim zu seiner neuen Residenzstadt erklärt hatte, begann die Stadt nach den schwierigen Nachkriegsjahren richtig aufzublühen. Zahlreiche Barockbauten entstanden und der Zuzug von Hofbehörden und Adel sorgte auch für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Mannheim entwickelte sich dann rasch zu einer Residenzstadt mit großer kultureller Strahlkraft, insbesondere durch die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaften unter Kurfürst Karl Theodor, der ab 1742 regierte. Diese erste kulturelle Blüte Mannheims war dabei aber weniger kurpfälzisch als zu einem beträchtlichen Teil französisch geprägt, wie überhaupt im 18. Jahrhundert ganz Europa Frankreich als stilprägende, vorbildhafte Nation wahrnahm, sowohl politisch als auch kulturell. Aber auf welchen Wegen und durch welche Mittler kam die französische Kultur denn nun in die Kurpfalz? Die Rolle dieser Mittler erscheint dabei umso bedeutender, da die Historiker mittlerweile zu der Einsicht genannt sind, dass die französische Kultur nicht von Paris aus quasi wie in einem Sonnensystem heliozentrisch gesehen gleichmäßig in die verschiedenen europäischen Länder oder Orte ausstrahlte, sondern stattdessen konnte der Kulturtransfer ganz unterschiedlich ablaufen, je nachdem, an welchem Ort man sich befand und was an diesem Ort für konkrete Träger und Medien eben ansässig waren, wie strikt die Zensurauflagen und so weiter waren. All dies hatte dann Einfluss darauf, wie dieser Kulturtransfer ablief. Und im Prinzip konnte jeder, also ob Kaufleute, Reisende, Künstler, ein frankophiler Herrscher und so weiter, alle konnten dann als Kulturvermittler dienen. In Mannheim gehören zweifellos neben dem Hof als zentralen Ort der Rezeption französischer Kultur, aber vor allem die Buchhändler und Verleger zu den wichtigsten Akteuren eines solchen Transferprozesses. Ein Grund dafür war, dass die Buchproduktion insbesondere in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sprunghaft anstieg und damit einhergehend auch ein Lesepublikum entstand, das aus breiteren sozialen Schichten bestand. Entsprechend vervielfältigen sich auch die angebotenen Werke in allen Fachbereichen sehr schnell. Es wurde nicht nur zu einer alltäglichen Beschäftigung zu lesen, sondern eigentlich fast schon zu einer Notwendigkeit, wenn man am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollte. Und dabei erfreute sich auch nicht nur das passive Lesen einer immer größeren Beliebtheit, sondern auch der Austausch mit anderen Lesern gewann immer mehr an Bedeutung, sodass man sich in Kaffeehäusern oder Lesekabinetten oder wo auch immer traf, um die aktuellen Neuerscheinungen zu diskutieren. Vor allem aber hatten die Buchhändler großen Anteil am französischen Kulturtransfer, weil sich insbesondere durch Gedrucktes neue Ideen, kulturelle Neuigkeiten und Informationen jeder Art am einfachsten, schnellsten und direktesten einer größeren und auch einer weiter entfernten Öffentlichkeit vermitteln lassen. Gerade im Heiligen Römischen Reich kam dem massiven Bedeutungszuwachs von Büchern und Periodika als Kommunikationsmittel und der entstehenden Lesegesellschaft eine zentrale Rolle zu, da die deutschen Territorien, anders als zum Beispiel das zentralisierte Frankreich, keine Hauptstadt als Hauptort des Diskurses besaßen. Die Reichweite: Es wird geschätzt, dass jedes Exemplar einer Zeitschrift ungefähr 12 Leser erreichte. Und rasch wachsende Vielfalt der Publikationen leisteten damit einen grundlegenden Beitrag zum Informationsaustausch. Das Konsumieren von Gedruckten ermöglichte aber auch einen Kultur- und Informationsaustausch mit sehr geringer zeitlicher Verzögerung. Nachrichten aus Frankreich beispielsweise brauchten die Differenz zwischen dem Datum der Meldung in Frankreich und dem Datum der Ausgabe der Zeitung Gazette de Deux Ponts, also eine Zeitung in zwei Brücken, brauchte 1777 gerade mal 7,4 Tage und 1790 sogar nur noch 3,4 Tage. Und diese Zahlen für Pfalz-Zweibrücken dürften in Mannheim relativ vergleichbar gewesen sein. Dadurch, dass man dieselben Neuigkeiten wie das Publikum in Paris las und diskutierte, konnte man sich als Leser des 18. Jahrhunderts auch unmittelbar teilhaben am französischen Geistesleben beziehungsweise als Mitglied einer internationalen Kulturkonsumgemeinschaft beziehungsweise der République de Lettres fühlen.
in Berlin, Hannover, Mannheim, Heidelberg, wo auch immer, konnte über dieselben Autoren, dieselben Werke, dieselben Ideen diskutiert werden wie jenseits des Rheins. Und man konnte sich im Idealfall regelmäßig auf den neuesten Stand der Entwicklung in allen Feldern bringen. So entstand also eigentlich das, was wir im modernen Sinn als Öffentlichkeit bezeichnen. Da die Buchhändler im 18. Jahrhundert noch relativ frei waren und nach eigenem Gutdünken entscheiden konnten, was genau sie da verkauften oder verlegten, die meisten Buchhändler waren nämlich in Personalunion auch Verleger, waren gut geführte Buchhandlungen und eben auch die privaten Interessen und Werte und Weltanschauungen eines Buchhändlers vor Ort von Bedeutung für den Kulturtransfer. Wie sah nun unter diesen Voraussetzungen die Situation in Mannheim aus? Die rasch wachsende Residenzstadt bot offenbar genau die richtigen Voraussetzungen für Buchhändler und Drucker. Denn gelten die Mannheimer Drucker des 17. und frühen 18. Jahrhunderts noch als Schrifttum der kulturellen Provinz, avancierte Mannheim in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einem bedeutenden Umschlagplatz für den südwestdeutschen Buchhandel, eine Entwicklung, die insbesondere zwei Persönlichkeiten zuzuschreiben ist, auf die ich mich im Folgenden auch konzentrieren möchte: Christian Friedrich Schwan und Matthias Fontaine. Besonders letzterer beförderte die bemerkenswert frankophile Ausrichtung des Mannheimer Buchhandels. Die Librairie Fontaine war ursprünglich 1742 von Matthias Vater Charles Fontaine, der aus der Normandie stammte, gegründet worden. Und ab 1777 führte dann Matthias diesen Laden. Vater und Sohn Fontaine waren dabei überaus erfolgreich und vermochten es, die Librairie Fontaine zu einer der führenden Buchhandlungen oder der führenden französischsprachigen Buchhandlungen in Süddeutschland zu machen. Dafür besuchten sie nicht nur regelmäßig den damaligen zentralen Buchumschlagsplatz für Süddeutschland, nämlich die Frankfurter Buchmesse, sondern sie reisten wohl auch regelmäßig nach Paris. In den Geschäftsbüchern des international agierenden Pariser Buchhändlers Dessin finden sich zum Beispiel für das deutschsprachige Gebiet als Geschäftskontakte nur Wien und Passau und eben Mannheim. Darüber hinaus waren die Fontaines auch gute Kunden der STN, der Société Typographique de Neuchâtel, einem der wichtigsten Verlage französischer Sprache in den letzten Jahren des Ancien Regime, der halb Europa mit preiswerten Nachdrucken und da außerhalb des Einflussgebietes der französischen Zensur in der Schweiz operierend auch mit verbotener Literatur versorgte. Wie erfolgreich die Fontaines von Mannheim aus mit französischsprachigen Werken handelte, belegen beispielsweise die Bestellungszahlen des Nachdrucks der Encyclopédie, den die STN 1780 verkaufte. Die Fontaines orderten davon nämlich 27 Ausgaben und damit weit mehr als alle anderen Buchhandlungen im Reich, die 5 oder weniger Ausgaben bestellten. Notwendig waren solch große Bestände auch deshalb, weil sich die Librairie Fontaine bei weitem nicht nur auf Mannheim oder auch nur auf die Kurpfalz beschränkte. Es lassen sich geschäftliche Verbindungen in das gesamte südliche Reich und auch Teile des Habsburger Herrschaftsgebietes bis hin nach Siebenbürgen nachweisen. Beispielsweise schreibt der bekannte Berliner Buchhändler und Schriftsteller Friedrich Nicolai über einen Besuch in Regensburg, Zitat: Die Vornehmen, welche standesgemäß die französische Literatur lieben, werden von Herrn Fontaine aus Mannheim, der auch nach München reiset, mit französischen Büchern versehen. Dank der Fontaines dürften Mannheimer bzw. kurpfälzische Leser jedenfalls keinerlei Schwierigkeiten gehabt haben, an teilweise auch in Frankreich selbst verbotene Lektüre aus dem Nachbarland zu gelangen. Und wie umfassend die Librairie Fontaine in ihrem Sortiment aufgestellt war, beweisen zwei erhaltene Verkaufskataloge von 1753 und insbesondere auch von 1794. Man kann unschwer erkennen, dass der wesentlich dünnere hier von 1753 stammt und dieser große, dicke Wälzer von 1794. Da sieht man auch, welche große Mengen an Literatur hinzugekommen sind. Und der Historiker Jürgen Voss nennt diesen sehr umfangreichen Katalog von 1794 gar eine Bibliothek des 18. Jahrhunderts.
Neben französischen Werken aller Gebiete und einigen anderssprachigen Büchern finden sich auch einige deutsche Autoren in französischer Übersetzung, beispielsweise Wieland oder Kotzebue, Mendelssohn, Sophie von La Roche und so weiter, und auch ein wenig deutsche Fachliteratur, ebenfalls ins Französische übersetzt, findet sich, und auch Mannheimer Autoren, wie beispielsweise Cosimo Alessandro Collini, François-Joseph Terrasse de Billon oder Johann Casimir Heffelin führten die Fontaines. Doch auch wenn Matthias Fontaine damit geschäftlich sehr gut aufgestellt war, hatte er mit einem Hindernis zu kämpfen, nämlich der Zensur. In einem Brief, der liegt heute im Geheimen Hausarchiv in München, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, in einem Brief vom 10. Januar 1794, in dem er sich bei Karl Theodor, der damals schon in München lebte, über das seiner Ansicht nach zu strenge Zensurkollegium beschwert, argumentiert Fontaine, dass er nur mit französischen, italienischen und englischen Büchern handle, Zitat, Sprachen, welche der gemeine Mann ohnehin nicht versteht. Das Zensurkollegium zeigte sich hiervon aber wenig beeindruckt, wie aus der Replik vom 29. Januar hervorgeht. Das Kollegium schreibt darin, dass auch wenn Fontaines Bücher nur aus Sprachen bestünden, die der gemeine Mann nicht verstehe, auch die Kundschaft Fontaines, der hohe Adel, nicht durch eine Sonderregelung von den Zensurbestimmungen ausgenommen sei und dass Karl Theodor überlegen solle, Zitat, ob nicht dem Vaterland ein wahrer, unwiederbringlicher Schaden zugehe, wenn dem hohen Adel und besonders den jüngeren Herren alle Sorten fremder Bücher ohne Übersicht und Auswahl in die Hände geliefert werden. Der Import fremdsprachiger Bücher wurde also durchaus streng kontrolliert. Trotzdem führte das Argument, das Fontaine vergeblich anführte, die Exklusivität der französischen Sprache, die nur den höheren Schichten die Rezeption ermöglichte, manchmal sehr wohl dazu, dass die Zensur weniger streng bei französischsprachigen als bei volkssprachigen Publikationen vorging. Ohnehin war die Zensurpraxis in den deutschen Territorien laxer als die wesentlich effektivere Zensur im zentralisierten Frankreich. Und auch wenn oft nur kurzlebig, übertrafen deshalb die frankophonen Periodika in Deutschland in puncto Themenvielfalt, insbesondere bei politischen Themen, häufig die monopolisierte Publizistik Frankreichs. Dies war auch ein Grund, weswegen nur circa die Hälfte der französischsprachigen Presse des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich selbst produziert wurde. Und so war es auch unter Umständen für Franzosen einfacher, im Ausland zu publizieren. Und dadurch wiederum könnte man meinen, ermöglichte der Buchhandel eine Art umgekehrten Kultur- und Informationstransfer, also quasi ein Franzose, der den Umweg über einen deutschen Druck zurück dann seine Gedanken in sein Heimatland quasi bringen kann. Freilich waren aber die frankophonen Periodika im Reich nicht nur für Franzosen attraktiv, sondern auch Deutsche selbst hatten großes Interesse an Frankreich. Dies zeigt sich schon allein an der sehr großen Zahl an Artikeln mit Frankreich-Berichterstattung und auch die Themenvielfalt dieser Berichte spiegelt dies wider. So wurde über Frankreichs Politik, Wirtschaft, Kriege, Hofleben und Kultur ausführlich berichtet. Die Mannheimer französischsprachige Publizistik zeichnete sich durch einige ambitionierte, wenn auch wiederum eher kurzlebige Projekte aus. Und an dieser Stelle sei beispielhaft nur auf L'Europe littéraire von 1768 oder auch das Journal de Chenot von 1760 verwiesen, das den Anspruch hatte, die Neuigkeiten und die lesenswertesten Artikel aus anderen europäischen Zeitschriften, von denen wiederum laut Ansicht der Autoren der größte Teil aus Frankreich stammte, zusammenzufassen und zu extrahieren, da kein moderner Leser es schaffen könne, alle wichtigen Journale selbst zu lesen. Autoren des Journal de Chenot waren mit unter anderem Caux de Cabval und François de Portlans französische Mitglieder des kurpfälzischen Hofes, Adressaten aber bei weitem nicht nur kurpfälzische Leser, sondern eigentlich ein europaweites Publikum. Französisch diente nun mal als internationale Kommunikationssprache, sodass im Prinzip jeder, der auf Französisch publizierte, auch wenn es sich nur um einen verhältnismäßig kleinen kurpfälzischen Verleger handelte,
mit dem Anspruch auftreten konnte, sich mit ganz Europa austauschen zu wollen bzw. ganz Europa zu erreichen. Die Voraussetzung, Französisch können zu müssen, beziehungsweise die bereits erwähnte Exklusivität dieser Sprache, wurden ein Stück weit durch die immer beliebter werdenden Übersetzungen durchbrochen. Also hier sehen Sie etwa ein besonders hübsches Beispiel für eine Übersetzung, die sich in Mannheim befindet, von Rousseau aus dem Französischen. Und tatsächlich verlagerte sich der Kulturtransfer immer mehr von der Rezeption original französischsprachiger Werke hin zu Übersetzungen, wobei man auch nicht den Fehler machen sollte, dass man dachte, sobald Übersetzungen ins Deutsche bereit lagen, nahm jetzt auf einmal auch niedere Schichten wesentlich mehr an diesem Kulturtransfer teil. Es war vielmehr so, dass Leser, die davor das Französische bevorzugt hatten, nun bevorzugt auf Deutsch lasen. Also die Zahlen der Partizipierenden sozusagen erhöhten sich gar nicht so sehr. Jedenfalls wurde das 18. Jahrhundert schon als Jahrhundert der Übersetzungen bezeichnet, was auch nicht weiter verwundert, da circa jedes zweite Buch, das im 18. Jahrhundert erschien, eine Übersetzung war. Und von diesen zahlreichen Übersetzungen entfiel wiederum der größte Teil auf Übertragungen aus dem Französischen. Jeffrey Friedman behauptet sogar, der Kulturtransfer habe in erster Linie durch deutsche Übersetzungen und nicht so sehr durch französische Originale stattgefunden. Besonders in Deutschland herrschte eine regelrechte Übersetzungswut, die auch Ausdruck des Gefühls einer geschichtlichen Verspätung der kulturellen Entwicklung hierzulande infolge des Dreißigjährigen Krieges war, die eben nur durch Übersetzungen aus anderen Kulturen auszugleichen sei. Auch viele Buchhändler fungierten selbst als Übersetzer, so auch der bereits erwähnte Christian Friedrich Schwan. Und mit Schwan wirkte ein Buchhändler in Mannheim, der nicht nur in der Residenzstadt großes Ansehen genoss, sondern der auch durch seine Förderung von Schiller in Mannheim der deutschen Literaturgeschichte seinen Stempel aufgedrückt hat. In seiner Autobiografie kommt Schiller allerdings nur als kleine Randnotiz vor. Andere, oft ambitionierte Projekte lagen Schwan wohl mehr am Herzen, zum Beispiel die Förderung der geistigen Kräfte in der Kurpfalz. Ich zitiere: Sollten wir denn in unserem Vaterlande, in der schönsten Gegend von Deutschland, nicht auch einige Bogen mit unserer eigenen Arbeit anfüllen können? Und wollen wir nicht endlich einmal wenigstens den Anfang machen, den übrigen Teil der deutschen Nation zu zeigen, dass es uns auch in diesem Fach nicht an Talenten fehlt, sobald wir nur Mut genug haben, öffentlich hervorzutreten? Diese Einleitung zur ersten Lieferung der Zeitschrift Schreibtafel von 1774 zeigt, wie ehrgeizig Schwan daran arbeitete, in Mannheim Anschluss an die geistigen und literarischen Entwicklungen seiner Zeit zu finden. Und in Anbetracht seiner Verdienste um die Drucklandschaft in Mannheim kann man es auch als Glücksfall für die Residenzstadt beschreiben, dass es den ursprünglich aus Brandenburg stammenden Schwan überhaupt hierher verschlagen hatte. Er gelangte nämlich über einige Umwege in die Kurpfalz, wo er 1765 die Mannheimer Hofbuchhandlung seines Schwiegervaters Esslinger übernahm. Die lief allerdings anfangs recht schlecht, was Schwan umgehend zu ändern musste, indem er viel belletristische Literatur einkaufte und Geschäftsverbindungen zu den bedeutenden Zentren des europäischen Buchhandels knüpfte. Schwans Einnahmen wuchsen denn auch ähnlich rasch wie sein Ruf als Buchhändler und seine Buchhandlung avancierte gar zu einer der angesehensten in Süddeutschland. Seine Verdienste um den Kulturaustausch mit Frankreich sind aber gänzlich anderer Art als die von Matthias Fontaine, auch wenn die beiden 1782 zusammen ein sehr ambitioniertes Werk herausgaben, nämlich ein deutsch-französisches Wörterbuch, das Nouveau Dictionnaire de la Langue Allemande et Françoise. Doch offenbart schon die Introduction, dass sich das Wörterbuch weniger bzw. nicht nur an deutsche oder kurpfälzische Leser richtete, die französische Literatur rezipieren wollten, sondern wohl vielmehr an französischsprachige Nutzer, die Deutsch lesen und verstehen wollten. Denn die technischen Hinweise zum Gebrauch
des Wörterbuchs erläutern ausführlich zum einen die deutsche Aussprache, wie man hier sehen kann, on dit, for example, durchlaufen und so weiter, wird ausführlich auf die deutsche Aussprache für Franzosen oder französischsprachige Leser erklärt. Oder auch die deutsche Schrift wird ausführlich dargestellt und wird erklärt, wie wichtig es sei, auch Fraktur lesen zu können. Und auch dann der Nachschlageteil selber scheint mir zumindest mehr auf nicht-deutsche, deutschsprachige Nutzer ausgelegt zu sein, zumindest nicht primär, da zum Beispiel die deutschen Worte zunächst in lateinischen Buchstaben und erst in Klammern danach in Fraktur der damals ja eigentlich üblichen deutschen Druckschrift geschrieben werden. Und dann gibt es noch ausführliche Erläuterungen, Konjugationen und so weiter. Also deutet alles eben sehr auf eher französischsprachige Nutzer hin. Dass sich die Ausdauer und die Sorgfalt bei einem Mammutprojekt wie diesem, also einem Wörterbuch, gelohnt haben und dass dieses Nouveau Dictionnaire de la Langue Allemande und Française auch tatsächlich überregionalen Absatz gefunden hat, beweist eine Rezension in den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen aus dem Jahr 1801. Eigentlich behandelt diese Rezension die Neuauflage des Dictionnaire de l'Académie Française, also einem anderen Wörterbuch. Doch werden einige Mängel an diesem Diktionär der Akademie aufgezeigt. Das Schwansche und Fontänsche Wörterbuch als Konkurrenz bzw. vielmehr als Referenzwerk wird hingegen positiv hervorgehoben. Zitat: Unstreitig hilft das Schwansche Wörterbuch bis jetzt wenigstens unseren Bedürfnissen noch am besten ab. Sprachliche Hürden zu verringern ist sicherlich ein grundlegender Beitrag zu jeglicher Art von Kulturkontakt. Doch demonstriert diese Arbeit an einem Wörterbuch auch, wie bereits erwähnt, Schwans Interesse an einer anderen Art von Kulturaustausch als die von Fontaine beförderte. Nämlich das Interesse an einem Kulturaustausch in die andere Richtung, also von Deutschland nach Frankreich. Damit reiht sich Schwan auch in die generelle Entwicklung in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ein, während derer die Begeisterung für französische Literatur im gleichen Maße nachließ, wie die Lesergunst für heimische, also deutschsprachige Literatur zunahm. Und Christian Friedrich Schwan engagierte sich dann auch auf verschiedenen Feldern für die Förderung der deutschen Sprache. Zum Beispiel auch wird in seinen Publikationen offenbar, dass er der Vormachtstellung französischen Einflusses überdrüssig geworden sein könnte. In einem anonym veröffentlichten Beitrag, der aber mutmaßlich von ihm selber stammt, in der zweiten Lieferung der bereits erwähnten Schreibtafel, heißt es 1775 an die französischen Buchhändler: Sei nicht so stolz auf dein Papier, mein lieber Gallier. Da habe ich just ein Buch vor mir, das strotzt von dieser Ehr. Was mache ich nun mit diesem Werk? Zum Sammeln ist's zu schlecht und wegen seiner Blätterstärk zu Papillot nicht recht. Also Papillot war wohl so eine Art Lockenwickler im 18. Jahrhundert. Auch dient es mir zu keinem Wisch, wenn ich etwas beschmutzt, hat es die Not in dem Gebüsch wohl jemals so benutzt. Sie allen diesen Vorteil hat, ein schlechtes deutsches Buch. Da dient mir doch an jedes Blatt noch für mein Geld genug. Folg künftig meinem Vaterland und wähle schlecht Papier. Mach dir alsdann das Buch auch Schand, so nutzt du es doch dafür. Ja, neben dieser recht herben Kritik an französischen Buchhändlern wird ebenfalls in der zweiten Lieferung der Schreibtafel zu gutem Deutsch aufgefordert. Zitat: Deutsche, bemüht euch richtig zu denken, um eure Gedanken in eurer Muttersprache richtig auszudrücken. Eine jede andere Sprache sei euch Dienstmagd, die euch nur insofern nützlich und unentbehrlich ist, als ihr selbige zur Erweiterung eurer Kenntnisse in den Künsten und Wissenschaften und zum Umgang mit euren Nachbarn nötig habt. Schwan versuchte das Deutsche aber auch mit Hilfe eines kaufmännischen Tricks voranzubringen, der offenbart, dass zumindest ein gewisser Teil der Frankophilie eher Modeerscheinung als ernsthaftes inhaltliches Interesse war. Er schreibt in seiner Autobiografie: Ich fing damit an, mir die vorzüglichsten deutschen Schriftsteller im Fache der schönen Wissenschaften in Menge kommen zu lassen. Und da man in Anschauung des Äußeren an den französischen Geschmack gewöhnt war, ließ ich sie zum Teil in schönen Franzband einbinden oder auch nur heften.
Dieses fand Beifall und ich merkte bald, dass ich auf diesem Wege am besten und geschwindesten meinen Zweck erreichen werde. Überhaupt beinhaltete ein französischsprachiges Werk bei weitem nicht automatisch einen originär französischen Inhalt. Französisch war eben nun mal in Mode und gängige Umgangssprache, sodass auch durchaus deutschsprachige Autoren von vornherein auf Französisch publizierten. Und in den Mannheimer Drucken des 18. Jahrhunderts beispielsweise erfinden sich alle möglichen Arten von Werken auf Französisch. Also sowohl natürlich schon originär französische Werke, zum Beispiel als Nachdrucke aus ursprünglich in Paris erschienenen Büchern, aber genauso gibt es französischsprachige Verwaltungsdokumente aus der Kurpfalz oder beispielsweise der Mannheimer Hofkalender oder wissenschaftliche Abhandlungen der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften und so weiter. Sogar Übersetzungen aus dem Englischen, da viele Menschen im 18. Jahrhundert schlicht und einfach besser Französisch als Englisch konnten, finden sich darunter, oder gar aus dem Deutschen, da manche Leser, besonders der höheren Schichten, aus Standesgründen eben lieber die Lektüre auf Französisch als auf Deutsch lasen, finden sich eben unter den französischsprachigen Mannheimer Drucken. Die allmähliche Abwendung von der Verwendung des Französischen zeigt sich auch in Schwans ehrgeizigen Plan, Ende der 1770er Jahre eine internationale Buchmesse in Mannheim zu etablieren. Nämlich die Frankfurter Buchmesse sollte langfristig nach Mannheim umziehen und vor allem englische Buchhändler sollten durch diese Buchmesse an den Rhein gezogen werden, was wiederum den sich wandelnden Publikumsgeschmack eben weg von den französischen hin zu deutschen und auch englischsprachigen Autoren widerspiegelt. Ja, dieser Plan scheiterte zwar, aber ich denke, in jedem Fall ist deutlich geworden, wie bedeutend Buchhändler beim Kulturaustausch mit Frankreich wirkten, sei es nun in die eine Richtung, indem sie französische Literatur importierten, oder aber in die andere Richtung, indem sie im Gegenteil versuchten, den französischen Kultureinfluss zu mindern. Trotzdem war der wichtigste Motor und Drehscheibe des deutsch-französischen Kulturtransfers ein anderer Ort, nämlich der kurpfälzische Hof unter Karl Theodor. Wie in den meisten damaligen Höfen eiferte man auch in Mannheim dem Versailler Vorbild nach und schon der Schlossbau selbst wurde mit unter anderem Guillaume d'Auberat und Nicolas de Pigage maßgeblich durch zwei französische Baumeister geprägt. Und Französisch war dann auch gängige Umgangssprache am Hof, auch die Muttersprache des Kurfürsten im Übrigen. Und zahlreiche Franzosen bzw. französisch sozialisierte Personen im Hofstaat Karl Theodors sorgten für verschiedenartige Verbindungen ins Nachbarland. Und einige dieser Personen begleiteten auch wichtige Positionen am Hof, wie beispielsweise Chevalier Coe de Capval, der Hofpoet, Abbé Nicolas Meillot de la Treille, der Hofbibliothekar, Nicolas Pierron, Hofbuchdrucker, François-Joseph Terrasse de Billon, ein Ex-Jesuit, der als Schriftsteller und Büchersammler am Mannheimer Hof wirkte, oder auch Cosimo Alessandro Collini, der auf Vermittlung von Voltaire hin in Mannheim blieb und dann unter anderem Hofhistoriograf wurde und auch Gründungsmitglied der Kurpfälzischen Akademie der Wissenschaften. Auch diplomatisch war der Mannheimer Hof eng mit Frankreich verbunden. Ein ständiger Gesandter vertrat die Kurpfalz in Paris und außerdem walten französische Diplomaten am kurpfälzischen Hof und natürlich auch umgekehrt. Und diese Diplomaten sandten circa 2 bis 3 Mal pro Woche Berichte an ihre heimischen Höfe mit allen wichtigen Neuigkeiten des politischen, höfischen und kulturellen Lebens. In der Regel erreichten diese Berichte auch relativ schnell ihre jeweiligen Adressaten. Das gut funktionierende Postsystem benötigte nämlich nur zwischen 2 und 6 Tage für deren Zustellung. Durch diese Berichte und die sogenannten Correspondance littéraire, das war quasi ein in Paris beauftragter Journalist, der die wichtigsten kulturellen Neuigkeiten nochmal sammelte und an Karl Theodor und auch an andere Höfe persönlich schickte, ließ sich Karl Theodor regelmäßig über die politischen, eben aber auch über die kulturellen Neuigkeiten in Paris unterrichten. Und darüber hinaus pflegte der Kurfürst einen persönlichen Kontakt mit Voltaire, der mehrfach in der Kurpfalz auch weilte.
Karl Theodor dürfte entsprechend stets bestens über die Vorgänge und Neuigkeiten in Frankreich, gerade eben auch kultureller und literarischer Art, informiert gewesen sein und konnte das kulturelle Leben am Mannheimer Hof entsprechend ausrichten. So förderte er auch viele Jahre lang auf vielfältige Art und Weise die französische Kunst und Kultur am Hof, bis es sich nach einem Paradigmenwechsel 1774-75 vermehrt der deutschsprachigen Kultur zuwandte. Diese Entwicklung zeigte sich insbesondere bei einem wichtigen Teil des höfischen Lebens, nämlich der Unterhaltung. Oper, Theater, Konzerte und auch das von einem Franzosen geleitete Ballett spielten eine zentrale Rolle in der Mannheimer Residenz. So gab es seit den 1730er Jahren bereits eine französische Schauspieltruppe, die in einem etwas später im eigens dafür im Westflügel des Schlosses eingerichteten Saal auftrat. Und diese Hofschauspieler der Comédie Française spielten auch recht häufig, nämlich ungefähr dreimal pro Woche. Ihr Repertoire orientierte sich komplett an dem, was in der Pariser Comédie Française auf dem Spielplan stand, sowohl eben klassische Tragödien, zum Beispiel von Racine oder Corneille, oder auch Komödien, wie beispielsweise von Molière, wurden gerne gegeben. Und es wurde auch in der Kurpfalz relativ viel Voltaire gespielt. 1762 kam es in Schwetzingen sogar zur Uraufführung von Voltaires Olympie. Dieses Repertoire bestätigt auch wiederum Christian Friedrich Schwan, der über das Mannheim der 1760er Jahre schreibt. Was man las, war französisch, zu welchem Geschmack das damalige mit sehr guten Leuten besetzte französische Theater sehr vieles beitrug. An Voltaires und anderer Franzosen witzige Schriften gewöhnt, bezeugte man gegen alles, was deutsch war, die größte Gleichgültigkeit. Selbst beim Theater ohne Worte, der Pantomime, zeigt sich die Dominanz des Französischen am Hofe, denn auch wenn offensichtlich die Pantomime komplett ohne Text auskommt und sie an einem deutschen Hof aufgeführt wurde, gibt es eben auch wiederum in den Mannheimer Drucken Pantomime, die komplett auf Französisch verfasst wurden, speziell für den Mannheimer Hof. Anders als bei Literatur, Architektur, Theater und so weiter, dominierte bei der Hofmusik hingegen nicht das Französische. Es waren lange Zeit zum Beispiel im 18. Jahrhundert vor allem die italienischen Opern, die das Programm bestimmten. Dessen ungeachtet dient auch die Hofmusik als Kontaktstelle zwischen Frankreich und der Kurpfalz. Der Kurfürst und seine Familie waren musikalisch überaus gebildet und entsprechende Bedeutung kam dann auch der Hofmusik im höfischen Leben zu. Unter Karl Theodor entwickelte sich die Mannheimer Hofkapelle zu einer der größten und bedeutendsten Europas und verschiedene Faktoren hatten zu dieser Vorreiterstellung geführt. Zum einen zeichnete sich die Mannheimer Hofkapelle dadurch aus, im Gegensatz zu anderen Orchestern, dass die einzelnen Instrumentalisten jeweils Spezialisten und damit Virtuosen ihrer jeweiligen Instrumente waren, die ihr Fachwissen dann auch an die nächste Generation weitergaben. Außerdem herrschte eine strenge Orchesterdisziplin und die Musiker, die übrigens häufig auch familiär oder freundschaftlich verbunden waren, genossen verhältnismäßig gute und gesicherte Arbeitsbedingungen. Zudem waren auch viele Hofmusiker zugleich Komponisten und in der sich dann bildenden sogenannten Mannheimer Schule entstanden auch zahlreiche musikalische Innovationen, die so in Richtung Frühklassik weisen, die dann in ganz Europa vor allem in den 1760er und 1770er Jahren als stilprägend galten. Hauptsaison für die Musiker war vor allem der Winter, also zwischen den Namenstagen des Kurfürstenpaares im November und Karneval. Im Sommer wurde dagegen nur ein kleineres Programm im Schwetzingen, eben der Sommerresidenz des Kurfürsten, aufgeführt in dem wunderbar erhaltenen Rokoko-Theater, wofür aber eben weniger Musiker als während der winterlichen Hauptsaison vonnöten waren, sodass Karl Theodor einigen Orchestermitgliedern auch Konzertreisen gestattete, beispielsweise eben nach Frankreich und auch wohlwissend, dass diese Musiker an fremden Residenzen dann auch den Ruhm seines eigenen Hofes mehren würden.
Allerdings unterschied sich die musikalische Entwicklung in Frankreich von derjenigen im Rest Europas. Während nämlich in weiten Teilen Europas beispielsweise die italienische Opera buffa bevorzugt gespielt wurde, führte man in Frankreich einen französischen Operntypus, die Opera comique, auf, und zwar mit einem sehr konservativen Repertoire. Man spielte beispielsweise in den 1760er und 1770er Jahren und damit eben 6 bis 7 Jahrzehnte nach deren Entstehung immer noch Opern von Lully. Paris war damit rein musikalisch gesehen mit seinem höfischen Musikgeschmack weit isoliert vom Rest Europas. Doch wurde diese Isolation gegen Mitte des 18. Jahrhunderts allmählich aufgebrochen, indem sich das Musikleben in Paris eben einerseits italienischen Opern, aber andererseits auch ausländischen Instrumentalmusikanten öffnete. Und in der berühmten und meinungsbildenden öffentlichen Konzertreihe der Concert Spirituel konnten jetzt beispielsweise eben auch die Mannheimer Musiker auftreten. Und wie gut diese bei diesen Concerts Spirituel offenbar ankamen, beweisen die erhaltenen Programme der Konzertreihe. In circa 150 Konzerten wurden nämlich Mannheimer Werke aufgeführt. Und so avancierten die Kurpfälzer Musiker dann auch zu wichtigen Modernisierern des Pariser bzw. der französischen Instrumentalmusik. Und dieser neue Musikstil, der ja eigentlich in Mannheim ursprünglich entstanden war, entwickelte sich dann eigentlich geradewegs zu einer Art Idealtypus eines öffentlichen Konzerts. Zu den nach Paris gereisten Mannheimer Musikern gehörten zum Beispiel der Gründer der Mannheimer Schule, Johann Stamitz, hier auf der linken Seite zu sehen, oder auch sein Nachfolger Christian Cannabich auf der rechten Seite, aber auch beispielsweise der Flötist und Komponist Johann Baptist Wendling, den auch Mozart als idealen Reisegefährten für den Weg nach Paris rühmt. Überhaupt Mozart, auch wenn der bekanntlich kein Kurpfälzer war, diene doch als Zeuge der engen Verbindung der Mannheimer Hofmusik mit dem Pariser Musikleben. Denn Mozart lebte selbst 1777-78 einige Monate in Mannheim, wo er enge Kontakte mit einigen Hofmusikern knüpfte und dadurch natürlich auch die Besonderheiten der Mannheimer Schule kennenlernte und dadurch wiederum gut vorbereitet war auf seine eigene Paris-Reise in den Monaten danach, 1778. Denn dort war die Mannheimer Musik mittlerweile schon in einer Art Vorbildfunktion, hatte quasi das Pariser Musikleben erobert. Und so passte dann auch Mozart beispielsweise seine Pariser Symphonie dem Stil der Mannheimer ein Stück weit an, um den Erwartungen des Publikums gerecht zu werden. Auch eine etwas später, nämlich 1780-81 entstandene Komposition von Mozart, die Oper Idomeneo, ist wesentlich französischen Traditionen verpflichtet, die unter dem Einfluss der Reise nach Paris einerseits und eben der Mannheimer Hofmusik andererseits entstand. Einerseits ist die Mannheimer Musik deshalb zwar eines der selteneren Beispiele für einen Kulturtransfer in die umgekehrte Richtung, nämlich von der Kurpfalz nach Frankreich. Andererseits aber wird an einer Oper wie Idomeneo offensichtlich, dass selten ein Kulturgut von Land A nach Land B transportiert wurde, um dann dort im luftleeren Raum zu wirken. Stattdessen beeinflusste man sich gegenseitig, quasi als Ergebnis des Kulturtransfers, entstanden durch den Austausch der Mannheimer mit dem Pariser Musikleben musikalische Neuerungen, die dann natürlich auch wiederum den Weg zurück in die Kurpfalz fanden. Ein Beispiel dafür ist die neue Gattung der sogenannten Konzertantensymphonie oder auch eine neuartige experimentelle Instrumentation. Die Musik offenbart aber auch, dass die Idee eines Kulturtransfers bzw. zumindest die Idee des Transfers einer Kultur, die einer Nation klar zuzuordnen ist, schwierig ist im kosmopolitischen 18. Jahrhundert. Kultur ist nun mal immer ein Amalgam verschiedener Einflüsse aus verschiedenen Ländern,
Die Mannheimer Schule war beispielsweise stark italienisch und böhmisch-süddeutsch beeinflusst. Zum einen da zum Beispiel der maßgebliche Gründer Stamitz, stammte selbst aus Böhmen. Und viele Mannheimer Musiker wurden von Karl Theodor erstmal auf sozusagen Bildungsreise nach Italien geschickt, sodass man argumentieren könnte, dass die Mannheimer Schule ja sowieso weniger kurpfälzisch ist oder selbst erst durch Kulturtransfer entstanden ist. Davon abgesehen sollte aber auch erwähnt werden, dass die Mannheimer Musiker freilich nicht als selbstlose Kulturvermittler und auch nicht nur als Botschafter Karl Theodors nach Frankreich aufbrachen. Ihre Gründe waren in erster Linie auch recht profane Gründe. In Paris gab es schlicht mehr Publikum, mehr Öffentlichkeit, mehr Musikverleger als in Mannheim und damit einhergehend natürlich auch schlicht mehr Geld und mehr Ruhm. Ein weiterer Ort des Austausches mit dem Nachbarland war die 1763 gegründete Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften. Sie tagte hier im Bibliothekssaal im Mannheimer Schloss, die leider im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Aber auch schon vor 1763 waren in der Kurpfalz einige Akademien nach französischem Vorbild entstanden, die höfische und militärische Fähigkeiten vermittelten. Und auch die Kurpfälzische Akademie der Wissenschaften orientierte sich dann ganz am französischen Vorbild. Sie wurde von dem Straßburger Hofhistoriografen Johann Daniel Schöpflin nach dem Vorbild der Pariser Akademie des Inscriptions et Belles-Lettres aufgebaut. Und außerdem waren auch noch einige Franzosen Mitglieder der Mannheimer Akademie. In Mannheim stand die Akademie sogar an dritter Stelle der deutschen Akademien im 18. Jahrhundert, was die französischen Mitgliederzahlen angeht. Auf den Mitgliedslisten, nämlich in deutschen Akademien, finden sich im 18. Jahrhundert insgesamt nämlich 181 Franzosen. In Berlin gab es 127, in Göttingen 16, in München und Mannheim eben je 15, dann noch in Erfurt 6 und in Prag 2 Franzosen. Und es kam auch durchaus vor, dass sich Mitglieder französischer Akademien an den Preisfragen der Mannheimer Akademie beteiligten. Dies war jetzt nur eine kleine Auswahl möglicher Kontaktpunkte zwischen der Kurpfalz und Frankreich. Es existierten freilich auch noch zahlreiche weitere Verbindungen, aber ich hoffe zumindest die vielfältigen Möglichkeiten des Kulturtransfers von Deutschland nach Frankreich und umgekehrt ein wenig illustriert zu haben. Selbstverständlich und wie in einigen Punkten ja auch schon angeklungen, fand der Austausch aber nicht nur in eine Richtung, eben von Frankreich in die Kurpfalz, sondern auch umgekehrt statt. Allerdings erreichte die deutsche Kultur nie auch nur annähernd den Status und die Bedeutung, die die französische Kultur und Sprache lange Zeit in Deutschland oder Europa generell innehatte. Der Kulturtransfer in die andere Richtung gestaltete sich entsprechend wesentlich weniger effektiv und umfangreich. Und in diesem Zusammenhang ist vielleicht eine Untersuchung von Jürgen Voss erhellend, der feststellt, dass es sich bei den deutschen Mitgliedern an französischen Akademien vielfach um Naturwissenschaftler und Mediziner handelte. In deutschen Akademien finden sich dagegen neben Naturwissenschaftlern aus Frankreich durchaus auch französische Geisteswissenschaftler und Schriftsteller. Dagegen ist eben keiner der deutschen bekannten Schriftsteller der Zeit in Frankreich zu akademischen Ehren gelangt. Man könnte also schlussfolgern, dass Frankreich zwar interessiert an und offen war für ausländische Naturwissenschaftler, wo es allerdings Sprache, Philosophie, Denkweise und Kultur und so weiter anging, blieb man lieber unter sich. Ganz im Gegensatz zu Kurpfalz und anderen deutschen Territorien, die diesen auch kulturellen Führungsanspruch Frankreichs lange Zeit gerne akzeptierten. Auch die zeitliche Entwicklung des Kulturtransfers wurde bereits angesprochen. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts ließ die Begeisterung für französische Literatur und Kultur allmählich nach. Stattdessen begann man sich mehr für die nationale Kultur zu interessieren. Und deutsche Literatur und Theaterstücke begannen die französischen zu verdrängen. Und auch Karl Theodor folgte dieser Entwicklung. So entließ er 1770/71 die französische Schauspieltruppe. 1775 wurde dann die Kurpfälzische Deutsche Gesellschaft zur Förderung der deutschen Sprache gegründet. Und im Stiftungsbrief von Karl Theodor wird der Zweck folgendermaßen beschrieben.
Unsere dabei gehegten landesväterlichen Absichten werden wir aber umso mehr nach Wunsche erfüllt sehen, je mehr die Künste und Wissenschaften in die Muttersprache verwebet, dadurch auch im gemeinen Leben verbreitet, jedem getreuen Pfälzer verständlich und eigen sein werden. Und wenig später, dann 1777, rief Karl Theodor dann auch das ja schnell berühmt werdende Mannheimer Nationaltheater ins Leben, was die Umorientierung des Kurfürsten hin zur deutschsprachigen Kultur nach dem auch bereits erwähnten Paradigmenwechsel von 1774-75 manifestierte. Und offenbar hatten viele Zeitgenossen des Kurfürsten diese neue Hinwendung zur deutschen Kultur offenbar auch herbeigesehnt. Ausdruck dessen ist zum Beispiel ein Text von Friedrich Müller, genannt Maler Müller, der zur Einrichtung des Mannheimer Nationaltheaters schrieb, Zitat, wie lange klagt Deutschland schon, wenigstens der patriotische Teil davon, über den Mangel einer Nationalbühne, unwillig auf das Prahlen des Engländers, des Franzosen, die mit emporgerichteten und sich selbst fühlendem Stolze sagen, wir haben eine eigene Bühne, aber habt ihr die? Denn von Fremdlingen an deutschen Höfen vertrieben, irrte die Schauspielmuse wie eine Verstoßene unter ihren eigenen Brüdern umher. Und nicht lange ist, dass sie auf ihrer traurigen Wanderschaft noch nicht einen Ort wusste, wo sie sicher ihr Haupt hinlegen konnte. Umso entzückender, hinreißender der Gedanke, dass die Pfalz es ist, die den übrigen Provinzen Deutschlands in einem so herrlichen Unternehmen vorangehen will. Denn das Mannheimer Nationaltheater war bekanntlich nach Wien und Hamburg erst das dritte seiner Art im deutschsprachigen Raum. Mit dieser Entwicklung unterscheidet sich die Kurpfalz auch nicht von anderen Teilen des Heiligen Römischen Reiches, in denen sich vor allem eben in der zweiten Hälfte und insbesondere im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zunehmend Phänomene des Widerstandes und der mentalen und kulturellen Resistenzen gegenüber dem überragenden politischen und vor allem kulturellen Einfluss Frankreichs zeigten. Und von dieser generellen Entwicklung der Geistesgeschichte abgesehen, zog der kurpfälzische Hof aufgrund des wittelsbachischen Erbfalls 1777-78 nach München um. Der dortige wittelsbachische Kurfürst war gestorben und im Erbvertrag hatte Karl Theodor zugesichert, nach München umzuziehen und den Hof in Mannheim aufzugeben, wodurch dann eben der größte Träger und Rezipient französischer Kultur Mannheim verließ. Es erscheint generell so, als ob die Vorbildfunktion Frankreichs, also das Interesse an französischer Kultur, an französischer Literatur, an französischem Denken und so weiter, vor allem ein elitäres Interesse gewesen ist. Und der Import französischer Kultur erscheint damit auch ein Stück weit als Elitenprojekt. Man sprach Französisch, las Französisch, richtete sich in Kunst, Mode und Geschmack ganz nach Frankreich hinaus, um sich eben von den niederen Schichten zu distinguieren. Und dieses im Übrigen auch kein neues Phänomen des 17. und 18. Jahrhunderts, dass ein Land, in diesem Falle eben Frankreich, beziehungsweise vor allem der französische Hof, eine solche Vorbildfunktion vor allem für die Eliten eines Landes entfaltete. Schon im Spätmittelalter ahmten sich die Höfe in Europa nämlich gegenseitig nach. So war im 15. Jahrhundert beispielsweise der flandrische Hof, was Prunk und Repräsentation anging, stilprägend für den ganzen Kontinent. Und durch Adelsreisen, Kavalierstouren, Heiraten und so weiter waren die Höfe dann in den anderen Ländern auch jeweils wohl informiert, was an diesen gerade als Vorbild empfundenen Höfen neu und modern war. So entstand dann ein höfisches System in ganz Europa, in der sich diese geschlossenen Adelswelten durch gemeinsame kulturellen Vorlieben, Verhaltensweisen und so weiter ziemlich ähnelten. Zumindest dürfte sich das Leben bei Hofe in den verschiedenen europäischen Ländern oft mehr geglichen haben als das Leben verschiedener Schichten innerhalb ein und desselben Landes. Durch die immer ausdifferenzierte höfische Kultur konnten sich die höheren Schichten auch immer weiter absetzen von den niederen Schichten und das am sozialen Aufstieg interessierte Bürgertum versuchte dann auch entsprechend diese Verhaltensweisen und diese Art von Sozialisationsmustern nachzuahmen.
Man könnte demnach die Frage stellen, ob das am deutsch-französischen Kulturtransfer beteiligte Bürgertum daran in erster Linie partizipierte, um sich den oberen Schichten anzunähern bzw. eben mögliche Aufstiegschancen zu verbessern. Allerdings war Frankreichs Vorreiterstellung ein Sonderfall. Es war nicht ausschließlich die Pracht des Versailler Hofs, die die Vormachtstellung Frankreichs begründete. Es war auch Frankreichs politische Dominanz. Und mit unter anderem Rousseau oder Montesquieu stammten Denker aus Frankreich, die die philosophischen und staatsrechtlichen Debatten der damaligen Zeit maßgeblich beeinflussten. Und auch Louis-Antoine Caraccioli meinte 1777 in L'Europe française ou Paris, le modèle des nations étrangères, dass Frankreichs Vormachtstellung wohl nicht nur auf dessen kultureller Ausstrahlungskraft beruhe. Zitat, Gott sei Dank das Einzige in Französisch, keine Angst, on reconnaît toujours une nation dominante comme ses forces d'imité. Jadis, tout était romain, aujourd'hui, tout est français. Vergleicht also die Vorbildfunktion Frankreichs eher mit der, die einstmals Rom hatte, und weist Frankreich damit eine allgemeingültigere und nicht nur auf die Eliten bezogene Vorbildwirkung zu. Jedenfalls könne der Wandel des Interesses des Publikums und die Hinwendung zur eigenen, zur nationalen Kultur bzw. zur eigenen Sprache in jedem Fall auch als Folge der Aufklärung gesehen werden. Diese kritisierte ja eben Absolutismus und damit einhergehend auch adelige Herrschaft. Und eben die adelige Herrschaft zeichnete sich unter anderem eben durch diesen Fokus auf Frankreich und den Lebensstil nach französischem Vorbild aus und legte damit eben auch durch diese Umorientierung hin zur Nationalkultur die Anfänge für ein selbstbewusstes, sich von der höfischen Welt distinguierendes, politisch interessiertes Bürgertum. Dessen allen ungeachtet wurde das Französische in Mannheim und der Kurpfalz aber auch nie ganz verdrängt. Denn auch nach dem Wegzug von Karl Theodor dauerte es ja nicht mehr lange, wie dann die Französische Revolution kam, dann die anschließenden Kriege und die französische Besetzung, nämlich 1795 von Mannheim während des Ersten Koalitionskrieges. Und in dieser Zeit erlebten natürlich auch französische Ideen und die französische Sprache einen abermaligen Aufschwung in Mannheim. Der Austausch über die Grenzen hinweg blieb also weiterhin von Bedeutung, auch wenn er wohl nie mehr so intensiv war wie im 18. Jahrhundert. Herzlichen Dank.